Schön, Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Unangenehme Begrüßung an der Stelle. Ich würde sagen, wir machen heute was ganz krass, und zwar spiele ich wieder mal Fortnite. Ich weiß, das will keiner auf meinem Kanal sehen. Ich habe aber trotzdem Lust drauf. Und ich habe mir heute mal meine Lost-Jungs geschnappt. Mit dabei sind Robnik. Hallo. Firex. Moin. Julian Komm, der es auch fast den Lost-Clan geschafft hat. Ja. Belastend, aber es ist so. Likey. Ja, hi. Gnors Peter, einer aus Gnus Community, was geht? Servus. Und Christian, von dem ich keine Ahnung habe, wer es ist, aber schön, dass du da bist, Christian. Echt toll. Arschgeil, sag am besten gar nichts, das passt perfekt. Ich würde sagen, meine Freunde, ich erkläre euch mal ganz kurz, was abgeht, denn wir haben natürlich noch einen Special-Gast dabei, und zwar die liebe Gnu. Hallo Gnu, was geht? Hallo, ich bin alt und fett. Ja, das ist richtig, dass du alt und fett bist, genau. Wir haben heute hier tatsächlich insgesamt um die 50 Spieler, die jetzt versuchen werden, 7 Pro-Spieler, also eigentlich sind es nur 5, also Like und mich abgezogen, versuchen zu klappen. Ich würde sagen, es läuft folgenderweise. Gnu nimmt ihre Sicht natürlich auch auf und wird natürlich dann schauen, wie sich die Noobs schlagen. Gnu, wie gesagt, ich habe dich den Noobs nicht zugeteilt, weil du schlecht bist, sondern einfach, weil da muss ja auch jemand filmen, ne? Ist klar. Ganz genau so läuft das, ja. Wir machen es mal ready. Alle, Gnu, setz ruhig das Server-Passwort gerne. Das Passwort, würde ich sagen, ist einfach Revi187. Dann wird das so laufen. Wir Pros quasi werden in einer Stadt landen und die ganzen anderen Spieler werden in einer Stadt landen. Gnu wird dann versuchen, uns quasi zu klappen und abzuziehen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert, und wir werden in der Zwischenzeit natürlich keine Kommunikation miteinander haben, weil wir uns sonst gegenseitig spoilen, keine Ahnung. Ich werde sowieso direkt am Anfang an tot sein. Richtig. Alle meine Hoffnung liegt auf den Lost Membern. Likey, was schätzt du, wie lange du überlebst? Ich hoffe lange. Ja, ich glaube tatsächlich nicht. Gut, ich würde sagen, aber, ja? Kurz als Einwurf, wäre es nicht vielleicht sinnvoller, wenn die ganzen Gnus No-Skins wählen? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Alle, ja, die bei Gnu im Team sind, inklusive Gnu, bitte einmal einen No-Skin auswählen. Alle Gnus No-Skin. Und alle anderen, wenn ihr habt, den Fischskin bitte. Let's go. Starte ruhig den Server, Gnu. Dann gucken wir mal, wo der Battlebus langfliegt. Und dann landen wir quasi als 7 Leute in einer Stadt. Und Gnus Team landet als X Leute in einer anderen Stadt. Und dann werden wir mal gucken, ob das läuft. Gnu, starte den Server, bitte. Ich kann ihn nicht starten. Warum? Macht gerade schon jemand anders. Was wird es jetzt? Ein Krieg. Es wird richtiger Sweat, ja. Gut, ich würde sagen, wir als Team gehen nach Pleasant Park. Ist das fein für euch, Jungs? Ich hab auch gesagt, Pleasant oder Retail oder so. Ja, lass mal nach Pleasant. Ich würde Retail. Okay. Gnu, geht ihr bitte nach Pleasant Park und wir gehen nach Retail Row und wir treffen uns später bei Dusty, okay? Bis gleich. So, Jungs. Also, ich würde sagen, let's go. Wir haben noch Brausefahrer bei uns drin. Ach ja, wir haben ja auf Aufhören gedrückt. Das war natürlich jetzt Lost. Wir gehen jetzt mal alle Pleasant und dann werden wir dort uns erstmal richtig schön ausrüsten. Ganz wichtig, Leute, die sind super gut. Wollen wir mit Mesh spielen? Oh, das würde ich sagen, eigentlich eher nicht, oder? Also, Mechs sind komplett verboten. Roboter werden nicht gespielt, weil sonst ist es komplett unfair für uns. Okay. Nur normale Waffen. Bis gleich. Ich werde jetzt das erste Mal auch in meinem Leben versuchen zu schwitzen. Das mache ich nämlich eigentlich normalerweise nie. Was ist eigentlich unser Brausefahrer da hinten? Geht er mit zur Pleasant? Keine Ahnung, was mit Brausefahrer ist. Ich glaube, Brausefahrer, der ist ein ganz guter Indikator, was im Pleasant Park abgeht. Der ist zwar bei uns im Team, den können wir da nicht töten, aber ist nice. Ich meine, wir haben so einen Spion bei uns. Hier sind andere Spieler. Ah, nee, das läuft. Ich bin so behindert. Ich bin wow, so dumm, Alter. Genau. Aber das hat ja auch am Anfang. Wie könnt ihr den No-Skin töten, ne? Der bei euch ist. Ja, egal, wir müssen einfach nur diese Spawner abbauen. Ja, waffenmäßig ist bei mir richtig, richtig Trash einfach. Ja, aus einem Spawner kommt halt immer eine goldene Waffe raus. Jo, jemand greift meinen Spawner hier. Ich muss noch einen abbauen, weil über dem Stuff ist noch ein neuer gespawnt. Wie gesagt, Leute, nicht an mir hängen, wirklich mal jetzt richtig tryhard und schwitzen. Ich glaube, die würden dumm aus der Wäsche gucken, wenn wir jetzt wirklich mal hier gewinnen. Und wir sind so viel Spieler, müssten die eigentlich nur komplett umwalzen wie Zombies und voll draufgehen. Sollte irgendwer von euch zufälligerweise einen Heavy Sniper oder sowas finden, also ich brauche nicht mehr, so bisher. Ich bin komplett cracked damit. Könnt die Lost-Jungs fragen. Ist insane, wie ich damit spiele. Auch ein hier oben liegt noch ein Schrottriss. Den Schrottriss können wir eigentlich easy nutzen, oder? Das ist wack. Ja, nimm. Ja gut, ich bin full. Hat jemand eine Normal-Pump für mich? Ich brauche generell erstmal eine Pump. Diese Spawner sind One-Hit mit dem Schrottriss, oder wie? Ja, genau. Ja. Oh, insane, Alter. Nice. Scar für mich. Wie sieht es mit Merz bei euch aus? Habt ihr genug? 500. Ja, 800. 600 nur. Okay, gut. Lasst uns ein bisschen vorbereiten. Wir müssen uns gleich halt ready machen. Ich habe jetzt auch schon mal 5 Jump-Hits. Okay, stark zum Verschieben halt. Geil. Und wenn man die Zombies mit der Pickaxe killt, kriegt man halt ultra viel Dingens, ultra viel Munition. Weiß nicht, wie die heißen. Julian, Bro. Ja, doch, genau. Schottriss, ja. Lost, Alter. Okay, sind wir ready, Jungs? Was sagt ihr? Ich würde sagen, wir gehen einfach Factories, oder? Ja, lass Factories gehen und dann da auf geht's. Jo, da vorne ist der Pump. Das finde ich schon mal sehr erotisch. Kann man immer gebrauchen. Okay, die anderen sind gerade im Sturm, Alter. Okay, Gnu? Ja. Stellt euch mal bei Dusty auf und wir bauen uns auf Factories eine Festung, okay? Okay, so Leute, ich würde sagen, wir bauen uns auch eine Festung. Warum sollen wir uns keine Festung bauen, wenn die sich eine bauen? Das sehe ich doch gar nicht ein.
Okay, ihr habt's gehört. Wir müssen uns jetzt langsam ready machen. Wir bauen jetzt hier eine Festung auf und die kommen uns und wollen uns pushen. Und von da an hängt alles an euch, Jungs. Oh, da kommen die schon. Okay, die kommen. Let's go. Festung bauen. Feuer ist eröffnet, ich habe keine Ahnung, wo die sind. Einfach einen fetten Metalltower auf dem Dach, oder? Rave, ja. Dass jetzt irgendwelche Tryhards die Mantis kicken. Rave, ganz sicher, dass sie schlecht sind? Ich weiß es nicht. Let's go. Vergesst nicht direkt zu finishen. Oh damn, die haben irgendwo eine Heavy Sniper oder sowas. Als ob ich... Okay, sie wollen uns auf eklig spielen, sie wollen uns von der Ferne haben. Gerade einmal komplett. Da jumpheadet jemand. Kommt mal von hinten, Leute, kommt von hinten. Nicht so alle frontal, lasst mal ein paar von hinten kommen. Ein paar von vorne, ein paar von hinten. Oh oh, 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 oh. Versuch von hinten. Weg hier. Da, nächstes, wieder runter, runter. Ich geh auch aufs nächste Haus. Ey, das sind nur in Hausdienst, oder? Mach Druck, schön pushen hier. Ja, okay, die sind echt schlecht. Minus 30. Oh mein Gott, ich bin instant gesniped worden. Ich kann versuchen, dich zu holen, aber ich glaube nicht. Kann einer hier ankommen und halten? Auch von hinten noch. Kann er die Wände nicht bei mir halten? Vom Westen. Einer muss dazu und kommt die Wände. Hey Jungs, einer muss halten, sonst kann ich nicht revived werden. Ich gehe aber runter, drop's uns hinten runter. Oh, drop nichts, du wirst gepusht. Ah ne, ist Eis, alles gut. Passt. Bro, er hat mich so genommen, Alter. Ja, die kommt uns hier hoch, ne? Ja, ist klar. Hab einen. Geh für die Metz. Geh schon wieder hoch. Hab einen down. Oh mein Gott, hier vorne, die kommen hier vorne rein. Okay, das ist nice. Sollen wir in die Zone einfach jumpen? Oh mein Gott, Digga, du bist vor mich gejumpt. Nein, das ist das Schild. Ah lol, das macht das blockiert. Sollen wir in die Zone jumpen? Hast du Splashes? Julian, Alter. Jump mal. Lost, Junge. Wollen wir jumpen, Julian? Ja, warte, komm zu mir. Wir können hier einen Low-Jump machen. Okay, let's go. Einfach aufspielen, das Boost extra nach vorne, nicht so hoch. Julian, bist du bei mir? Okay, verschieben, Jungs, verschieben. Am besten hinterm Berg, da sehen wir uns gerade nicht. Jumpet, Leute, alle aufs Jumpet. Die flüchten. Die kommen. Der in der Luft. Knocked. Noch einer? Ich zieh durch. Der ist white. Ein One-Hit. Hab ihn. Ich werd gepusht. Oh mein Gott, ich werd auch gepusht. Bin Ulo, 48. Wir müssen hier weg gleich. Jumphead hier vorne, Robnik. Okay, lass uns Richtung Retail gehen. Retail, wir treffen uns alle Retail, Jungs. Oh mein Gott. PDP hast du Bibi? Versuch gerade mit 3 AP zu euch zu fliegen. Nehmen uns diesen Jumphead. Ich hab einen Chuck. Wo seid ihr, Leute? Oh mein Gott, Digga, warum... Oh, Digga, dieser Hit. Unnötig. Das Leben nicht mehr viel. Wir schaffen das. Julian, wie viele Kills hast du? 9 Stück. Ich hab jetzt 7 Kills. Ich hab nur ein Campfeuer, wenn du brauchst. Ich hab 4 Kills. Leute, 9 Kills. 9 Leute noch. Glaub, ja, schaffen wir. Let's go. Ich schmeiß ein Auto auf ihn. Hab noch einen down. Ich hab 0, ich bin komplett low HP. Auch down. Ah, ich bin gesniped worden, Jungs. Ich glaube, wir haben verloren, Leute. Ich glaube, das war's, Gnulis. Ich glaube, wir sind alle tot. Das ist bitter. Gnu? Alles geschafft. Seid ihr alle tot? Ja. Von uns leben drei. Alter. Bei uns auch drei. Haben wir es geschafft? Ja. Ich glaube schon. Boom. Also okay. Wie viel seid ihr zu 6? Ja, es leben ja nur noch 6. Alter. Insane. Von euch ist keiner gestorben, oder? Nee, wir haben uns... Ich bin zweimal genockt gewesen. Ich bin gestorben. Doch, Likey ist gestorben. Aber ansonsten. Nein. Gut. Ja. Dann großes Shoutout an Gnus Community. Ich würde sagen, da jetzt hier noch der komplette Pro-Flügel lebt, würde ich natürlich auch gerne zwischen denen ein Battle sehen. Deshalb, ich gebe euch mal hier, guck mal, hier ist noch hier. Ich knock mich ganz kurz und dann kann ich einen von den Lost Men mal zuschauen. Komm, ich lande am Basketballplatz. Kann mich jemand killen? Okay. Ja, jetzt haben wir noch Pro-RM am Ende, Alter. Aber krass, dass das so gut funktioniert hat. Ich meine, es waren 50 Spieler, glaube ich, oder sowas, oder 40 um den Dreh. Das war schon insane. Rob, Nick und Julian am besten ein Team und die anderen ein Team. Oder ihr seid 2 versus 3, ist es richtig? Ne, 2 gegen 2, Peter. 2 gegen 2? Digga, Julian, 13 Kills, Alter. Insane, Junge. Okay, 2 versus 2, Pro-RM, let's go. Auf geht's. Oh, Julian, du bist so eklig, Alter. Du bist so eklig, Julian. Headshot. Knocked. Oh mein Gott, Digga. Alter. Da kommt ein fliegender Anker. Oh, Phyrex. Der kein Schild. Das ist unfair. Ich fühle mich selber, Jungs. Das finde ich unfair. Phyrex? Phyrex, nein! Oh. Digga, Julian, wie viele Kills hast du? 14? 15. 15 Kills. Rob, wie viele Kills hast du? 5. Likey? Ich glaube schon N oder 2. Peter? 4. Phyrex? 4. Und Rob, auch 5, ne? Mhm. Und der Revi? Ich hab 4. Ja, Digga, Julian, kompletter Carry gewesen, Alter. Ich hatte tatsächlich, ich glaub, 9 Assists oder so, ja. Ja, gut, Assists, also, Likey, das gibt's ja nicht. Freaking insane. Okay, Leute, das war's von 40 Spieler gegen 6 Pros. Absolut easy clap gewesen, oder, Jungs? Meint ihr würdet 10 gegen 100 schaffen? Denk schon, ja.
Denk schon. Okay, Leute, dann kommt das nächste Mal. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Alle Jungs natürlich in der Videobeschreibung verlinkt und Gnu auch als Nicht-Junge. Und da würde ich sagen, was ist von diesem wunderschönen Video. Danke an Gnus Community. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.